Constructed it, there is. Anwenden. Ja, jetzt sieht es aber nichts mehr so gut aus. Aber jetzt habe ich immerhin 30 FPS wieder. Was soll ich machen? Ja, okay, sieht immer noch gut aus. Ich lasse es so. Für den Anfang. Mal schauen. Wie er so dazu steht. Ob so reicht. So, gehen wir hier runter. Und nach Mondsignal. Wer ist der? Ah, das ist der Xavino. Und der Wilmus. Ich hoffe, Regnum wird wieder ein bisschen besser bekannt und so. Wenn sie ein bisschen Geld bekommen. Durch mich und eure Werbung. Schön. Ein Regnum hat so extremes Potenzial durch diese 3-Länder-Schlacht und den Spielstil und alles mögliche. Es hat auch sehr viel Charme. Ja. Lässt du mir einfach das Fragezeichen da. Okay. Also, somit ist die Aufnahmesession leider auch schon vorbei für heute. Heiligabend. Ich danke mich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ich kann noch heute alle Videos hochladen. Wird wahrscheinlich knapp sein. Ihr werdet es wahrscheinlich erst am 25. zu sehen bekommen. Aber ja, das erzähle ich da. Ist egal. Also bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe meinen Baba jetzt auch auf Level 45 gemacht. Mir scheißt es an, dem zu questen. Und ich bin gerade hier am Farmen. Ich zeige euch ein paar Sachen. Hier haben wir zum Beispiel Sprung mit Bewegungsgeschwindigkeit, Südkreuz mit Schaden. Blutdurst natürlich mit Angriffsgeschwindigkeit und Schaden. Präzise Schwung ist ein Buff mit Aufschlitzschadensbonus. Ja, toll. Ist wieder einer der. Der ist mir überlegt. Okay, gehen wir rüber zum Ding. Im Krater ist ein Igge. Der tötet. So, rüber. Aber schnell. Baba muss ich noch stärker werden, der hat scheiß Rüstung und scheiß Schwert. Aber mit dem nicht. Der ist nämlich nicht waffenschadenabhängig. Und ja, die Jäger trifft man einfach nicht am Anfang. Da muss man zuerst mal ein bisschen. So.
muss ich hier irgendwo, wir gehen auf die andere Seite, nach oben, reiten. Gehen wir so nah am Berg entlang wie möglich, dass der nicht wiederkommt. Okay, da habe ich aber auch eine bessere Chance gegen. Weil ich mit dem einen besseren Stab habe. Und er natürlich treffen kann. Könnte. Nur ein Face, schade. Ja, ich habe gut ausgeschlafen. Es ist zwar morgen um 5:30 Uhr, aber das macht ja nichts. Ich nehme auf, wenn ich habe Bock und Zeit, natürlich. Aber wenn es dann mehr Leute gibt, dann kann ich klar auch Abend aufnehmen. Ich schaue, dass ich Abend immer aufnehme. Aber diesmal ging es einfach nicht, weil ich so müde war, dass ich fast eingeschlafen wäre. Jetzt habe ich mal richtig geschlafen. Und ja. Wir könnten eigentlich auch die Quests machen, aber wir leveln hier mal ein bisschen gut. Sag ich so. Ich level dann diesen Steingolems. Setze immer zwei Buffs für einen zwei Angriffe für einen Golem ein. Das geht ungefähr gut. So, das ist meine Taktik. Ja, der Bedarf geht es jetzt momentan nicht. Die haben nämlich eine Länge. Cast Delay Zeit. Okay, gehen wir nach Hause und leveln ein bisschen. Weil der Baba ist sehr wichtig. Deshalb habe ich ihn auch um 45 gemacht, weil mit ihm kann man extrem gut Bosse farmen später. Und auch normale Gegner, der ist viel zäher, macht mehr Schaden. Und ja. Beim gegen Spieler ist nicht so gut und ich will euch ja Spielerkämpfe zeigen. Deshalb. Ja, deshalb habe ich ihn jetzt auch auf 45 gemacht, um mit ihm gleichzuziehen, dem Magier. Ich werde auch Quests machen natürlich. So, jetzt müssen wir hier irgendwo bei der Mauer rauskommen. Jetzt sind wir 1:2 hoch oben. Ja, wir sind 1:2 hoch oben, aber wir können hier runter. Ich hoffe, der scheiß Jäger kommt nicht wieder. Das ist falsch. Ich weiß nicht, wieso die unbedingt hier leveln müssen. Und wenn sie nicht, wenn sie leveln, machen sie es extra, aber sind auch sehr großzügig gegen die anderen Level, wenn diese sie ihn besiegen können. Weil ja, er lebt gefährlich. Toll. Was ist denn los mit diesem Kraterberg? Der schlängelt sich so extrem nach oben oder unten. Oh je. So, aber jetzt sind wir hier, wo ich mal die vielen Schätze gefunden habe. Ja, Magnetite und so. Und Goldschätze. Aber eben Gold ist hier nichts wert in diesem Game. Aber trotzdem sind Schätze gewesen. Ah ja, mit dem Ding habe ich den ersten Edelstein gefunden im Baba.
einen Eiskristall. Einen kleinen. Oh, süß. Oh, jetzt bin ich ganz hier. Aber jetzt weiß ich, wo ich hinreiten muss. Ich kenne das schon auswendig. Ich bin noch ein bisschen müde. Noch ganz, ganz wenig. Noch ganz wenig. Oh, nein, Scherz. Ja, was gibt es zu erzählen? Ja, außer dass ich die Schriftrolle eingesetzt habe und ein kleines Pferd, ein leichtes Pferd gekauft habe. Ist heute noch nichts passiert. Gestern habe ich ein bisschen den Magier gelevelt. Also dieser Abschnitt hier. Ja, vielleicht von hier bis hier. Es geht relativ lange, deshalb nicht verzagen. Fragen. Nein, das passt jetzt hier nicht. Aber sonst, ja, gelevelt habe ich die ganze Zeit. Bei Diablo 2, 3 habe ich noch ein bisschen den Hexendoktor gespielt. Sonst bin ich ungefähr um 2:30 Uhr ins Bett gegangen und bin jetzt um 4:30 Uhr aufgestanden. Und ja, so sieht man, wie ich schlafe. Ungefähr 3 Stunden pro Tag. Ja, ich habe ungefähr 5 FPS weniger, weil ich noch nebenbei hochlade. Aber ich will die Videos noch oben haben, bevor ich die jetzt hier an... Ja, ich will diese schon hochladen heute. Deshalb noch die alten Videos hochladen. Also vor allem am Morgen noch. Ich will viel zum Aufnehmen haben. Ah, hier kann man ja durch das Tor. Muss man nicht den anderen... So, wir gehen zuerst nach Birka und reden mit dem Remy. Und dann gehen wir mal nach Hofstadt. Okay. Oder schon wieder nach Hofstadt. Bei den Sunnanten habe ich irgendwie keinen Bock zu gehen. Und in Monzognir ist ja eh nichts los momentan. Weil ich die Quests schon anhabe. Und so weiter. Schade, dass man nur 5 Quests annehmen kann, das ist ein bisschen unfair. Und auch unfair ist, dass man sie nicht leiten kann, ohne Geld auszugeben. Also man bekommt später ein Pferd geschenkt oder so. Von seiner Quest, aber sonst muss man Level 50 sein oder 60. Das ist dann nicht so gut. Aber sonst ist noch relativ gut gemacht. Und bei anderen Spielen braucht man den Item Shop viel mehr. Und hier kann man eigentlich gut leben, auch wenn man nicht so in den Item Shop investiert. Aber so wie natürlich Path of Exile es ist, wird es wahrscheinlich hier.